Seit einem Monat habe ich geglaubt, ich will so Dave Chappelle, ich will so Kevin Hart, weil meine Freunde mich feiern. Nach einem Monat waren die nicht mehr da und ich war so, oh shit, kann ich das überhaupt? Mhm. Ich glaube, ich lasse mal sein oder so, ne? Mhm. Und jetzt während der Quarantäne habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. John, wo willst du hin? Ich will in Champions League. Champions League bedeutet für mich, ich will da oben sein, wo die Guten sind. Weil da oben ist das Eis sehr dünn. Mhm. Da gibt es nicht viele. Und ich will mich danach orientieren. Das heißt, ich arbeite daran, dass ich für mich selbst so gut werde, dass ich da oben mithalten kann. Deshalb habe ich begonnen, mich selbst zu reflektieren. Das heißt, ich habe begonnen, mich zu fragen, wo ich hin möchte und ob ich aktuell mit den Sachen, die ich gerade mache, dorthin komme. Und ich habe bemerkt, dass es nicht so ist. Yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Barbosa, einem Sport- und Modelabel. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ohne weitere Umschweife zum Gast aus Österreich, aus Wien, John Smile. Na? Yo, was geht ab, mein Lieber? Hey, schön hier sein zu können, zu dürfen. Gerne, natürlich. Alles gut bei dir? Ja, was soll ich dir sagen? Ja, eigentlich schon, aber da irgendwie Köfte gestern Abend musste nicht sein. Ja, ich hab's dir gesagt, bist du sicher? So, ja, Taman. Taman, Abi macht ein Keller. So. Geht man da rein und macht einen auf Türken und was weiß ich was. Und wie kriegst du es nachher zurück? Bauch. Aber wie hast du geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ich habe halb gut geschlafen. Ich bin so, ich bin so um kurz vor 5 eingeschlafen und wollte bis um 10 schlafen und bin dann aber wieder um 8.30 Uhr aufgewacht. Maschine. So, aber nicht, weil ich wollte. So, ich musste aus irgendeinem Grund, ich konnte nicht mehr einschlafen. Bei mir war es genauso. Aber mein Magen hat jetzt nicht krass rebelliert oder so, sonst war einfach ein ganz komisches Gefühl. Ja. Weil ich, wie du gestern sagtest, wahrscheinlich nicht nachts noch hätten essen sollen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie auf diese blöde Idee gekommen ist, am Abend noch, nachts schon noch über diesen Rosenthaler zu gehen. Mhm. Das ist ein Türke, der alles hat. So. Der hat Pizza, was hat er nicht, Digga? Fufu fehlt alles noch. Alles hat Fufu gefehlt. Rosenthaler in Berlin, bester Mann. Auf jeden Fall bester Laden. So, war schon gut. Köfte war okay. Aber ja, Mann, so sieht's aus. Ja, wir haben uns einfach kurzfristig zusammengetan. Du bist hier, du gehst deiner Leidenschaft nach, du bist auf verschiedenen Bühnen hier unterwegs, auf Stand-Up-Comedy-Bühnen, performst. Ich durfte gestern zusehen. Cooles Set, was ich sehen durfte. Freut mich, super. Ja? Sehr gut. Und ja, lass uns einfach sprechen. Sehr gerne. Würde ich sagen. Let's talk. Ich habe schon gesagt, Stand-Up-Comedian, was soll ich noch sagen? So, du kommst aus Österreich-Wien, habe ich auch gesagt. Die Frage ist überhaupt, warum kommst du hierher? Boah. Okay, das kann man auch falsch verstehen, ja. Wie kommst du hierher, Bruder? Warum kommst du? Ah, schau mal. Das Ding ist so, ne, in Österreich, in Wien, wo ich lebe, ist es aktuell ein bisschen schwer, Stand-Up-Comedy zu machen. Ja. Es gibt da keine Stand-Up-Comedy-Philosophie oder Szene, existiert nicht. Mhm. Das, was es dort eigentlich gibt, ist Kabarett. Für die Leute, die das nicht kennen, Kabarett sehr oft älteres Publikum und bisschen altbacken, sag ich mal so. Und Stand-Up ist so der frische Wind, kommt eher aus dem Amerikanischen und das ist noch nicht da. Die Jungs, die es versuchen aufzubauen, sind eher ich und anderen Kollegen aus Wien. Und wir schaffen das einfach nicht so ganz, weil wir die Leute erziehen müssen und wir den Sprung noch nicht ganz schaffen, dass die Leute halt zu den Open Mics kommen und da einfach uns supporten. Mhm. Und hier in Berlin, Bro, hier in Berlin lieben sie Stand-Up. Mhm. Du merkst einfach, dass der Hunger hier komplett anders ist. Mhm. Hier hast du die Möglichkeit, jeden Tag zu spielen. 2 bis 3 Mal. Ja. Und das trotz Corona. Natürlich sind weniger Leute im Publikum. Du hast ja maximal 25 Leute oder 8 Leute oder 10 Leute. Mhm. Aber in Wien hast du gar keine Leute. Mhm. Und hier habe ich zumindest die Möglichkeit, an meinem Stand-Up zu arbeiten. Das heißt, ich möchte besser werden. Mein Ziel ist es ja, irgendwo anzukommen. Und natürlich, um dort anzukommen, muss ich an mir arbeiten. Und in Wien tue ich mir da ein bisschen schwer. Hm. Darum fliege ich nach Berlin
und versuche so gut wie es geht an meinem Material zu arbeiten und zu arbeiten. Ich bin nur hier, um zu arbeiten. Krass. Das heißt, ich gehe auf die Bühne, trete auf, danach fahre ich ins Hotel, höre mir meine Aufnahmen an, rewrite, das heißt verbessern und nächsten Tag habe ich dann wieder die Möglichkeit, das verbesserte Material nochmal zu überprüfen, ob es gut ist und dann abzuhaken und dann weiter an meiner To-Do-List zu arbeiten. Und nicht irgendwie ein paar Monate zu warten, bis der nächste Auftritt erst in Wien irgendwann kommt, ne? Wenn überhaupt dann. Bruder, ich bin jetzt locker eine Woche da und ich habe jetzt schon, ich bin zwei Tage da jetzt schon, ich habe allein jetzt schon 8 Spots. Mhm. Also heute, mit heute habe ich original so 7, 6 Spots. Ja. Ja, ich habe mehr Spots als in Wien. So. Ja, ist krass. Ist krass, aber deswegen, ich habe dir auch gestern gesagt, ich feiere sowas, wenn Leute halt so nochmal diesen extra Hunger haben, sozusagen, du kannst dich natürlich darauf verlassen, in Wien zu bleiben und zu hoffen, dass es irgendwann mal besser wird oder größer oder was auch immer, aber du sagst, nö, ich fahre woanders hin, weil ich weiß, die Bühnen sind da, ich weiß, ich kann meine Werkzeuge da ein bisschen verschärfen, weißt du, so, das macht nicht jeder, das macht nicht jeder und deswegen sage ich, also von meiner Seite aus auf jeden Fall Respekt dafür. Du könntest dich auch einfach darauf verlassen, dass es vielleicht irgendwann mal nach Wien kommt oder dann sagen, ja, läuft bei uns halt nicht, weil in Wien geht nicht. Ja, aber was hindert dich denn daran, dann diese extra Meile zu gehen? Du machst das und das finde ich cool. Dankeschön. Finde ich echt cool. Dankeschön. Ja. So, und du hast aber auch gestern noch was ganz Interessantes gesagt, weil ich habe jetzt, ich weiß nicht, unsere Zeit ist heute leider auch ein bisschen begrenzt, weil zum einen wegen ein paar technischen Problemen, die wir hatten kurzfristig, bist du jetzt ein bisschen später drin und deswegen haben wir ein bisschen weniger Zeit, aber das holen wir auf jeden Fall nach. 100%. So, deswegen lass uns gleich mal zu den noch spannenderen Sachen kommen. Es ist immer spannend, aber es kann noch spannender sein. Let's go! So, und zwar geht es mir nämlich darum, dass du meintest, dass Corona dich verändert hat. Dich und auch deine Kunst oder deine Art, wie du arbeitest. Mhm. Fand ich sehr interessant. Sag mal du selber, was du damit meinst. Schau mal, für viele Menschen war die Quarantäne schwierig. Sehr schwierig, für uns alle. Haben wir noch nie kommen gesehen, war komplett was Neues. Aber meine Philosophie ist so, es gibt zwei Arten von Menschen, die aus dieser Quarantäne rauskommen. Entweder abgefuckter, als sie davor schon waren, oder die kommen als richtige Könige oder Königin da hinaus. Weil ich habe meine Zeit richtig genützt, um mich mal selbst zu reflektieren. Weil ich mache Stand-Up-Comedy seit 2016. Okay, ich habe meinen ersten Auftritt in Wien gehabt, in Open Mic, war okay, weil meine Familie war da, also ich war so einen Monat lang, waren nur Freunde, Bekannte, da habe ich gut funktioniert, nach einem Monat waren die nicht mehr da und ich habe gebombt, Das einen Monat habe ich geglaubt, ich will so Dave Chappelle, ich will so Kevin Hart, weil meine Freunde mich feiern, nach einem Monat waren die nicht mehr da und ich war so, oh shit. Kann ich das überhaupt? Ich glaube, ich lasse mal sein oder so. Ne? Und jetzt während der Quarantäne habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. John, wo willst du hin? Ich will in Champions League. Champions League bedeutet für mich, ich will da oben sein, wo die Guten sind. Weil da oben ist das Eis sehr dünn. Da gibt es nicht viele. Und ich will mich danach orientieren. Das heißt, ich arbeite daran, dass ich für mich selbst so gut werde, dass ich da oben mithalten kann. Ja. Deshalb habe ich begonnen, mich selbst zu reflektieren. Das heißt, ich habe begonnen, mich zu fragen, wo ich hin möchte und ob ich aktuell mit den Sachen, die ich gerade mache, dorthin komme. Und ich habe bemerkt, dass es nicht so ist. Also ich dachte immer, okay gut, ich bin schon weit für das, was ich mache. Aber bin ich gar nicht. Ich habe einfach gemerkt, nee, John, du hast das Handwerk noch gar nicht drauf. Darum habe ich mein komplettes Material, was ich hatte, gelöscht, weggetan und habe von neu begonnen, das Buch neu zu schreiben. Habe mir ein paar Bücher genommen, habe begonnen, Stand-Up zu studieren, um man richtig zu verstehen. Weil Stand-Up ist die beste Kunstform, sage ich mal, oder auch die schwierigste Kunstform, weil sie so ehrlich ist. Stand-up funktioniert, wenn du selbst bist. Da funktioniert Stand-up am besten. Und darum habe ich angefangen, mich selbst kennenzulernen. Und das war einfach auch im Zuge meiner Selbstreflexion. Das heißt, ich habe mal begonnen, Sachen nicht immer auf morgen zu verschieben. Weil ich war Paradebeispiel auf. Heute, nee, ich glaube, morgen ist auch ein schöner Tag. Lass heute das machen und morgen das. Habe ich immer auf morgen verschoben, immer auf morgen. Damit aufgehört.
ich habe mir ein Versprechen gegeben, dass ich Entscheidungen treffe. Mhm. Wenn ich eine Entscheidung treffe, fahre ich das auch durch. Zum Beispiel, ich esse jetzt auch kein Fleisch mehr. Mhm. Ich habe für mich entschieden, okay, gut, ich esse kein Fleisch mehr. An den Tag, wo ich das entschieden hatte, du lachst ja. An den Tag, wo ich entschieden hatte, hatte ich Chicken Wings im Kühlschrank. Und da habe ich angelegt, die waren so, komm Bruder, du weißt, ich will, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du es gerne hättest. Ich habe beide Hand in die Tonne geworfen. Mm. Ich habe noch einen Chicken Wings gesehen, was du mir sagst, Bro, ich weiß, du kommst zurück. Aber es war für mich eine Entscheidung. Mm. Es war für mich klar, okay, gut, hey, ich will kein Fleisch essen, weil ich brauch's nicht. Mm. Ich fühle mich so auch ohne Fleisch gut. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Mm. Ich war Partyboy. Bei mir war so ohne Alkohol no party. Mm. Ich habe gefeiert mit Alkohol. Ich habe für mich entschieden, hey John, ich brauch das nicht. Brauche ich nicht. Ja. Dann habe ich jetzt begonnen, Sport zu machen. Wirklich an meinem Tempel zu arbeiten. So wirklich jeden Tag zu schauen, weil für die Champions League brauche ich Kraft, brauche ich Energie, um da mitzuhalten. Weil ich sehe mich so, okay, gut, in ein paar Jahren werde ich Touren machen, richtige Touren. Mhm. Und da mitzuhalten, brauche ich mein Tempel. Darum muss ich darauf achten, dass mein Tempel gesund ist. Ja. Und darum arbeite ich dran. Ja. Gut, das heißt, das habe ich schon mal abgelegt während der Quarantäne. Okay, John, das hast du mal verändert. Die zweite Sache, ich habe angefangen, an mir zu arbeiten. Hm. Ehrlich zu sein. Und dadurch, dass ich ehrlich wurde zu mir, ist meine Beziehung zu meiner Frau enger geworden. Hm. Beziehung zu meinem Kind enger geworden. Beziehung zu meiner Family, zu meinem Vater, zu meiner Schwester, zu meiner Mutter enger geworden. Hm. Warum? Weil ich habe begonnen, dankbar zu sein für die kleinen Sachen. Ich habe wieder begonnen, in der Früh aufzustehen, einfach dankbar zu sein. Das sind Kleinigkeiten. Machst einen Wasserhahn auf und bist froh, dass du nicht Kilometer irgendwo laufen musst mit einem Eimer, um Wasser zu holen. Dann haben die Möglichkeit, hier das klare Wasser einfach so zu trinken. Da haben deine Eltern dir was ganz anderes erzählt, ne? Aus ihrer Zeit. Ja. So. Ja, und jeder kennt diese Stories. Mhm. Aber wir lernen die kleinen Dinge nicht zu schätzen. Mhm. Und eine Sache, was ich mir, wo ich auch dran gearbeitet habe, die kleinen Baby-Steps zu schätzen. Mhm. Weil viele wollen nur sofort den großen Kuchen, sofort jetzt. Ja. Wichtig ist aber, hey, it's just the process. Ist ein Prozess. Arbeite an den kleinen Baby-Steps. Mhm. Und sei nicht manchmal hart zu dir selbst. Wenn du manchmal zurückfällst oder gewisse Sachen nicht schaffst, ist es okay. Ist es okay. Das gehört zum Prozess. Ja. Und das habe ich verstehen müssen für mich selbst. Weil man steht einfach unter Druck. Mhm. Weil man sieht die anderen Leute, die sind schon so weit, die haben da und da und da geschafft. Ich will auch gern, aber das ist der falsche Punkt, das zu sehen. Mhm. Nicht vergleichen. Weil du willst ja nicht den Erfolg von denen oder denen. Du willst deinen Erfolg. Das ist das. Das ist ganz wichtig. Das sollte der Anspruch sein. Ja, du bist dein Erfolg. Deshalb arbeite an dir und schau nicht auf die anderen. Weil ich war auch so einer, ich habe gern verglichen. Oh, guck dir den an, Mann. Schau mal. Boah, die Leute lachen immer bei seinen Witzen, ich will auch. Mhm. Arbeite an dir. Weißt du, wenn jemand auf der Bühne funktioniert, ist es, weil er gearbeitet hat. Ja. Weißt du, Stand-Up ist so real, du kriegst sofort eine Reaktion. Und deine Arbeit wird gleich belohnt. Mhm. Weißt du, wenn du gut arbeitest, du kriegst gleich ein Feedback vom Publikum, die lachen. Dann weißt du, okay, gut, hey, das ist die right direction, das ist die richtige Richtung, da will ich hin. Ja. Dann habe ich begonnen, jeden Tag in der Früh aufzustehen. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf. Jeden Tag. Was mache ich da um 5 Uhr? Ich stehe auf, bedanke mich dafür, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt aufzustehen, die Möglichkeit haben, dass ich sehen darf. Überhaupt, ich bin sehr dankbar, weißt du? Stehe auf, dann arbeite ich an meinem Körper, weil ich bin der Meinung, bevor man an anderen Sachen arbeitet, arbeite man an dir selbst. Das heißt, ich mache Sport in der Früh. Dann arbeite ich an meinem Stand-Up. Ich schreibe jeden Tag, 20 Minuten Stand-Up. Das heißt, ich stelle meinen Timer und schreibe einfach mal drauf los. Da geht es nicht darum, dass der Joke witzig ist oder so. Es geht einfach darum, der Gehirn ist wie ein Muskeln. Ja. Ein Comedy-Gehirn. Trainieren, trainieren, trainieren. Und ich mache das jeden Tag. Krass. Damit ich einfach verdammt gut werde. Weil ich möchte einfach nur den Leuten viel weitergeben. Ja. Ich stehe um 5 Uhr auf und mache auch eine Kaltdusche. Das heißt, wenn ich früh aufstehe, von der ganzen Programm. Übertreib gleich, richtig, komm.
Und du weißt, wie wir kalte Duschen hassen. So. Ich hasse es auch. Geh mal kalt duschen. Ich hasse es auch. Ich hasse es auch. Aber ich habe gelernt, es zu lieben. Ich habe gelernt, es zu lieben. Am Anfang habe ich gedacht, warum soll ich das machen? Aber jetzt mittlerweile denke ich mir, wow, let's go. I'm here. Whoa. Davon überzeugst du mich nicht, Mann. Alles andere, okay, die kalte Dusche, nein. Bro, ich gebe dir ein Geheimnis. Versuch's mal. Ja. Fang mal an der kleinen Zeh an. An der kleinen Zeh, dann arbeite dich an den Waden hoch, dann Oberschenkel, dann über den Körper. Mhm. Versuch mal so. Mhm. Ganz langsam, ganz langsam. Mach's mal einmal in der Woche. Ja. Muss nicht jeden Tag sein, Mann. Einmal in der Woche. Weißt du? Mach's das vielleicht mal einen Monat lang. Einmal in der Woche, einen Monat lang. Weißt du, ist just a process. Geht nicht darum, jeden Tag sofort. Mhm. Step by step. Mhm. Dann wirst du merken, tust du gut, dann mach weiter. Ja. Tust du nicht gut, hey, dann bleib so, wie du bist. Mm. Es ist okay. Ja. Es ist okay. Aber ich habe für mich entschieden, ich fühle mich danach gut. Ich brauche das. Ich fühle mich danach gut, ich kann mehr machen. Du kannst das jetzt jeden Tag? Ja. Krass. Ja. Okay. Ja. Locker. Mm. Es fühlt sich nicht gut an. Mm. Aber ab und zu, ich höre dich jetzt richtig blöd an, was ich jetzt sagen werde. Sag. Aber ab und zu, wenn ich kalt dusche, habe ich das Gefühl, dass es warm ist. Mm. Es geht so. Es geht so an meinem Körper hoch und ich bin so. Es macht was mit mir. Ich kenne das auch, wenn du im Dings zum Beispiel, es macht nicht, also ist nicht so unsinnig, wie du sagst, weil im Winter zum Beispiel, wenn du lange an der Bushaltestelle stehst, wenn du dich darauf fokussierst, wie kalt es ist, dann wird dir immer kalt bleiben. Ja. Aber wenn du irgendwann mal abdriftest mit dem Kopf, so kenne ich es zumindest, wo du sagst, ich denke jetzt nicht mehr dran und du bist weg, dann spürst du die Kälte nicht mehr so sehr wie davor. Es ist auch mit Kopfsache, ne? Safe. Und noch ein Punkt. Jetzt. Ich habe an meinen Gedanken gearbeitet. Mhm. An meinen Gedanken. Weil alles beginnt bei deinen Gedanken. Mhm. Und daran habe ich gearbeitet, weil deine Gedanken steuern deine Emotionen. Ja. Deine Emotionen steuern dein Handeln. Mhm. Dein Handel, Charakter. Und am Ende bestimmt es dich. Ja. Das heißt, fang an deinen Gedanken an. Und daran habe ich gearbeitet. Was für Gedanken lasse ich zu? Welche Gedanken gebe ich weiter? Guck mal, ich bin Familienvater. Mhm. Okay? Und für mich ist es sehr wichtig, ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild zu sein für meinen Kleinen, aber auch genauso für die nächste Generation. Ja. Und wenn ich da oben in der Champions League schwimme, dann habe ich Reichweite. Da habe ich die Möglichkeit, etwas wiederzugeben. Mhm. Und dann ist die Frage, wer möchte ich sein, wenn ich da oben bin? Ja. Die beste Version von mir selber. So. Und wann werde ich die beste Version von mir selber? Wenn ich heute dran arbeite, was in 10, 5, 8 später einfach sein wird. Jetzt muss ich dran arbeiten. Jetzt muss ich meine Fehler machen. Jetzt muss ich schauen, okay, gut, wo will ich hin? Warum will ich da hin? Auch immer die richtigen Fragen stellen. Mhm. Die richtigen Fragen bestimmen deine Lebensqualität. Merkst du das, Leute, wie die Fragen, wo die sind? Mhm. Weißt du, deine Fragen, die du stellst, bestimmen, wo du gerade im Leben stehst und wer du eigentlich bist. Interessant, ja. Es ist ganz wichtig. Und ich will ein Vorbild sein für meine Generation. Weil, du kennst es doch selber, es gibt wenige Vorbilder, die einfach unseren Hintergrund haben. Ja. Im deutschsprachigen Raum. Mhm. Genau, im deutschsprachigen Raum. Ja. Gibt es wenige. Und ich möchte einfach die Möglichkeit sein, erster Step für meinen Sohn ein Vorbild sein. Sehr schön. Deshalb habe ich begonnen, mit ihm ganz anders zu reden. Mhm. Jedes Mal, bevor er schlafen geht, sage ich zu ihm, hey, du bist was ganz Besonderes. Mhm. Jedes Mal. Und einmal habe ich es vergessen. Mhm. Da kam er zu mir, Papa, hast du was vergessen? Ja, ja. Und ich so, ja, geschlafen. Hab ich nicht gesagt. So hast du nee, ich, hey, Baby, Champ, ich sag immer Champ oder Sportsfreund. Mhm. So, ich, Champ, du bist was ganz Besonderes. Ich hab aufgehört zu schreien. Ich schreie meinen Kleinen gar nicht mehr an. Ich rede ruhig mit ihm. Mhm. Weil schau mal, das Ding ist, also ich kann aus meiner Kultur sprechen. Also meine Eltern haben die Schwierigkeit, oder afrikanische Eltern haben die Schwierigkeit, dass sie zuerst mit der Erziehung beginnen, statt mit der Beziehung. Mm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, du merkst, das Erziehung, die wollen dir Angst einjagen. Mm. Hey, ich muss was sagen, du musst das tun, was ich dir sage. Mm. Hey, bring den Müll raus, ich bla 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 bla. Mm-hmm. Und dann erst später, minimal, kommt die Beziehung bei der Mutter, bei Vater überhaupt nicht. Bei Vater hast du es vergessen. Mm. Kannst du es total vergessen. Mm. Da habe ich das geswitcht. Gemerkt, okay, hey, es ist mein Sohn, okay? Er hat das Glück, dass ich sein Vater bin, nicht andersrum. Mhm. Er hat das Glück, dass ich sein Vater bin und dass er sich viel von mir mitnehmen kann für sein Leben. Ja. Weißt du? Ja. Es ist sein Leben.
Meine Aufgabe ist nur, ihn zu beobachten und ihm dann irgendwann mal ein Handbuch zu geben, hey, das sind deine Stärken. Mhm. Schau, ich habe dich beobachtet, schau mal, du bist das, das und das und das und das und das. So, das ist meine Aufgabe. Ja. Darum auch auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wie redest du mit deinem Kind? Weil schau mal, Kinder nehmen sehr viel auf, weißt du? Du merkst das doch, wie Kinder auch über ihre Eltern reden. Das ist mein Papa, das ist mein Papa, das ist mein Papa, ist der Beste. Weißt du? Hm. Weil er arbeitslos ist, aber mein Papa ist der Beste. Ja. Weißt du? So reden die Kinder über ihren Papa. Hm. Weißt du? Und Kinder meinen es auch nicht schlecht. Darum ist es unsere Aufgabe, zu schauen, wie viel Positives wir unseren Kindern weitergeben. Hm. Und die Sprache ist sehr wichtig. Wie sprichst du zu Hause? Weil später, wenn das Kind draußen ist, orientiert er sich an dieser Sprache. Wenn das Kind oft hört, zu Hause wird nur geschrien, wird nur geschimpft, hm. An was orientiert er sich dann draußen? Genau an solchen Leuten, die laut sind und so weiter. Hm. Das heißt, alles fängt zu Hause an. Du kennst den Spruch? Ja, ja, ja. Alles fängt zu Hause an. Mhm. Darum ist es ganz wichtig, die Ebene, wie sprichst du mit deinem Kind und was gibst du denn weiter? Weißt du? Ja. Ich gebe mein Kind ganz andere Werte, als meine Eltern mir gegeben haben. Mhm. Klar, die wussten das dann nicht besser. So. Weil die haben das von ihren Eltern so adoptiert. Es ist gut, wenn wir in Afrika Kinder anschreien, die schlagen, das gehört zu unserer Kultur. Mhm. Das gehört so. Mhm. Finde ich nicht. Darum sind wir besser. Weil wir in diesen Jahren schon mehr wissen, als die in ihren Jahren. Mhm. Und mein Kind weiß dann in diesen Jahren, wo ich gerade bin, noch mehr. Und das geht dann so weiter. Weißt du? Ja. Ich will mein Kind einen Mehrwert geben, was ganz wichtig ist. Weil wenn er dann rausgeht mit 12, 13, ist er seinen Kindern sein Alter voraus. Mhm. Das ist ganz wichtig, voraus. Warum? Weil er von seinem Vater viel mitgenommen hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich möchte mit meinem Kind Beziehungen führen, wo ich weiß, okay, wenn es Probleme gibt, kommt er sofort zu mir. Weil er weiß, okay. Oder wenn er nicht zu mir kommt, denkt er sich zumindest, hey, was wird mein Vater gerade in dem Moment tun? Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Ja. Und darum will ich das vormachen, was Stand-Up angeht. Einfach auch als Generation. Weil, wie gesagt, wir sind Vorbilder für die nächste Generation. Damit die nächste Generation besser wird, müssen wir anfangen, es vorzumachen. Ja. Wenn wir nicht anfangen, gewisse Sachen vorzumachen, werden die Schwierigkeiten haben. Ja. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also, wann? Corona, ja, okay. Aber wann ist der Groschen für dich gefallen, dass du sagst, ich muss was anderes machen? Es ist ja nicht so, ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass du einfach nur da saßt. Also jetzt habe ich Zeit, jetzt ist mir langweilig, was mache ich? Ah, ich versuche einfach mal besser zu werden, oder? Da ist bestimmt irgendwas passiert, denke ich mir zumindest, ich weiß es nicht. Der Punkt war, ich war unzufrieden. Der Punkt war, ich war einfach unzufrieden mit mir selbst, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich was tu, aber ich bewege mich einfach nicht nach vorne. Also ich habe gearbeitet, ich habe in Wien habe ich Donkeys aufgebaut, das ist eine Comedy-Mix-Show, größte in Wien, habe ich aufgebaut, aber irgendwie geht es nicht weiter. Ja. Und da habe ich mir Fragen gestellt, woran liegt das? Und ich war, mein altes Denken war so, ich habe auf die anderen die Schuld gegeben. Ah ja, vielleicht liegt daran, dass der Schuld daran ist, weil der gerade da ist oder da ist. Ich habe die Schuld an anderen Leuten gesucht. Und dann habe ich gemerkt, okay gut, hey, wie kriege ich das hin? Und ich habe da ein Mentoring verfolgt auf YouTube, den ich schon seit 2012 verfolge, Tadeus Koroma, der hat mir sehr viel geholfen mit seiner 5 Dirty Challenge. Das war so, das ist ein Programm, wo du um 5.30 Uhr aufstehst und er hilft dir einfach, den Tag zu bewältigen und gibt dir viele Tools mit, damit du dein Mindset einfach auffrischt. Ja. Okay? Und es war damals so, 2012, habe ich ihn schon gekannt, aber kennst du das, wenn du Zitate so liest und du glaubst, du verstehst sie. Mm. Aber du verstehst sie nicht. Du verstehst sie gar nicht. Mm. Überhaupt nicht. Und das war bei mir so. Ich dachte, ich verstehe das. Yeah, ich bin voll im Mindset, ich bin voll positiv. Nein. Mm. Nein, ich dachte das immer nur. Und dann habe ich mir diese 5 Dirty Challenge gegeben und das war so wie eine Erleuchtung. Mm. Das war so, John, wenn du woanders hin willst, du musst dich ändern. Ja. Du musst dich ändern. Und dann habe ich begonnen, an mir zu arbeiten, Routinen anzulegen, mehr Gedanken zu machen. Ich bin zu meinem Vater hingegangen, habe zu meinem Vater gesagt, hey Papa, ich liebe dich, ich habe dich umarmt, einfach ohne Grund. Mhm. Ohne Grund, einfach so, Papa, ich liebe dich, habe ihn umarmt. Ich habe mit meinem Kleinen aufgehört zu schreien. Davor habe ich ihn angeschrien, weil er das und das gemacht hat. Mhm.
Ich habe einfach gelernt, meine Emotionen ein bisschen mehr unter Kontrolle zu halten und mein Ego runterzuschrauben. Mhm. Mein Ego killt so viel, mhm, an mein Ego zu arbeiten. Und dadurch, dass ich an mein Ego gearbeitet habe, auf einmal merkst du, wie meine Frau ganz anders mit mir umgeht. Mhm. Weißt du, auf einmal merkst du, wie Freunde sich auf einmal entfernen. Mhm. Mhm. Weißt du, und das Krasse an dieser ganzen Sache ist, es tut mir gut. Ich merke einfach, okay, ich fühle mich besser und ich möchte an mir arbeiten. Und ich weiß, ich bin für was Besseres bestimmt, für was Größeres bestimmt. Darum mache ich das gerade, was ich mache, weil es fühlt sich gut an. Und darum reiße ich mir den Arsch auf, weil ich möchte einfach verdammt nochmal ein Vorbild sein und oben in der Champions League mitspielen. Sehr schön. Weil ich gehöre dorthin. So. Jetzt noch nicht, weil ich noch nicht ready bin, aber hey, ich reiß mir jeden Tag den Arsch auf gut Deutsch gesagt, und ich gehöre dahin. Ich weiß es, weil meine beste Version von mir wird mich in 10 Jahren runterschauen und sagen, hey, das warst du. Ja. Das ist das. Sehr schön. Wie bist du überhaupt da reingekommen in diese Comedy-Geschichte? Hast du? Echt eine gute Frage. Keine Ahnung. So. Nein, ich bin da reingerutscht. Ich bin einfach reingerutscht, weil ich habe ja, ich war schon Comedy-Fan. Ich habe früher irgendwie Stand-Up geguckt, aber ich wusste nicht damals, dass es wirklich Stand-Up ist. Mhm. Weißt du, ich habe immer so Komödien sehr, sehr, sehr gerne geguckt, so Hip-Hop-Hood, Next Friday, Friday, ich habe das einfach gefeiert, Eddie Murphy Sachen, alle, Prince von Zamunda, alles total gefeiert, okay, und dann habe ich gemerkt, okay, gut, ey, man kann da irgendwas auf Bühnen machen und so, dann habe ich überlegt, okay, soll ich machen so, und meine Frau war so, nein, du bist nicht witzig, da habe ich recht gemacht, so einfach so aus Trotz, ja, lass probieren, und dann hatte ich meinen ersten Auftritt, und es war einfach gut, weil es war eine ganze Familie da. War gut und dann habe ich es probiert und dann habe ich, wie gesagt, einen Monat habe ich performt und dann habe ich es wieder sein lassen, weil, wie gesagt, es hat nicht funktioniert und dann habe ich mir gedacht, ach, lass mal gut sein, dann habe ich es wieder, es war so up and down. Das heißt, das Jahr 2016 bis 2017 war so up and down. Das heißt, ich habe in einem Monat vielleicht einen Auftritt gehabt, dann wieder 5 hintereinander. Ja. Also es ist auch eine sehr langlebige Findungsrolle, also Findungsweg, also du musst dich echt einfach finden, ja, im Stand-Up. Und ich dachte nämlich schon, ich habe mich gefunden. Und darum habe ich dann 2016 und 17 viel probiert, viel versucht, mich zu finden, aber es hat nicht funktioniert, weil ich nicht so ehrlich zu mir selbst war. Das heißt, ich habe eher versucht, die Leute zu unterhalten, anstatt darüber zu reden, was ich lustig finde, habe ich das gemacht, was die Leute lustig fanden. Weißt du, so normal Witze über deine Hautfarbe, Klischeesachen, weil das hat irgendwie funktioniert. Und ich dachte, oh, das ist Stand-Up. Weil wenn die lachen, dann ist es lustig. Nein, wenn du dich zum Lachen bringst, über deine Ehrlichkeit, über deine Beobachtung, über deine Art, wie du bist, über deinen Blickwinkel, über deine eigene Person, ja, dann bist du witzig. Ja, ist interessant. Weil, es kommt halt auch darauf an, was dein Anspruch ist. Ne? Ob du sagst, du willst einfach nur den reinen Erfolg im Sinne von, ich mache genau das, was die Leute von mir hören wollen. So, auch wenn das nicht das ist, was ich vertrete oder für richtig halte, wie du zum Beispiel sagtest, mit Klischees spielen. Es gibt natürlich viele Leute, die können das auch gut. So, weißt du, die können das gut mit, ich weiß nicht, ob man jetzt Klischees spielen sagt, aber die können ein Bild von ihrer Kultur zeichnen, was andere halt so noch nie gesehen haben oder nicht, auch nicht in Worte fassen können. Die haben bestimmt gewisse Elemente gesehen, so, aber die wissen nicht, wie das alles in den Kontext kommt. So. Und dann gibt es halt aber auch solche, die dann wirklich mit Klischees spielen, denen sich andere Leute die ganze Zeit bedienen und man bestätigt eigentlich nur das, was sie denken, schon die ganze Zeit zu wissen. Und dann ist halt die Frage, willst du so diesen Erfolg haben? Weil wenn du ihn willst, kannst du ihn bestimmt ganz schnell so kriegen. Aber wie du sagst, so ehrlich damit umzugehen oder mit deiner eigenen Person, weißt du, deine eigene Person zu beobachten und sowas und dann drüber nachzudenken, weil das passiert uns ja immer selber auch, so wo wir über irgendwelche Sachen nachdenken, was wir mal früher gemacht haben oder so. Boah, kannst du dich noch erinnern? Was war ich für ein Idiot? Und dann lachst du dich selber tot, weil du dann jetzt erst begreifst, was du für ein Idiot gewesen bist. Du lachst und wenn du mit anderen drüber sprichst, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die auch lachen können. So. Aber du hast da jetzt niemanden irgendwie, du hast jetzt kein negatives Bild von irgendwelchen Menschen damit an die Wand gemalt oder du hast nicht irgendwelche negativ anbehafteten
Meinungen nochmal bestätigt oder so, also nochmal mehr Öl ins Feuer gegossen, sondern wie du sagst, du hast dich auf dich selber bezogen so, und damit die Leute zum Lachen gebracht. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ein schwierigerer Weg ist. Weil du könntest ja bestimmt einfach bei Google gucken, was gibt es so für Klischeewitze, die vielleicht ein paar zusammenschreiben so und einfach drauf los erzählen, oder? So macht man das auch am Anfang. Also machen. Also viele, schau mal, also ich rede nur aus meiner Erfahrung. Bei mir war es einfach so, ich habe Stand-up nicht verstanden. So hast du mal begonnen. Hörst du, ich habe Stand-up nicht verstanden. Weil schau, der große Unterschied ist, dass man im deutschsprachigen Raum diese Stand-up-Kultur noch gar nicht so wirklich hat. Ja. Weil in Amerika hat es ja anders begonnen. Es hat ja schon mit Realness begonnen. Das heißt, Stand-up ist ja real und in Amerika hat es schon mit Realness begonnen. Aber hier im deutschsprachigen Raum hat Stand-up oder Comedy an sich mal fake begonnen. Das heißt, man war sehr oft in Charakter, man hat sich verkleidet, man war eine andere Person und hat so die Leute zum Lachen gebracht. Das heißt, hat mal ganz fake begonnen, das heißt, mit einer anderen Persönlichkeit. Okay? Ja. Aber wie Stand-up eigentlich nach US-Vorbild funktioniert, ist, du bist be you. Und bei uns ist es so, wir fangen verkehrt rum an. Das heißt, wir haben zuerst die ganze Fakeness durchquert und komplett. Jetzt fängt quasi Stand-up an. Weil jetzt kommen die Leute und orientieren sich natürlich nach den US-Amerikanern, weil es gibt mehr Möglichkeiten, die zu sehen. Ja. Weil damals gab es halt nicht so die Möglichkeit, die alle zu sehen. Sei das DVD von Onkel, der in Amerika ist, der schickt dir was zu. Oder so, weißt du? Ja. Weil heutzutage gibt es Netflix, du hast so eine breite, wie sagt man da? Brandbreite, glaube ich. Ja, genau. Von Auswahl. Du kannst dir, weißt du, Stand-up oder? Ist... Auch nicht Bandbreite. Was ist es? Bandbreite, ja. Oder Brandbreite, Bandbreite? Bandbreite, so, Bandbreite. Was habe ich gerade gesagt? Bräute. Echt? Habe ich Bräute Brüste. Brüste hast du gesagt. Ich habe irgendwas Falsches gesagt. Ich habe es gehört. So. Deutsch. So. Nee, was ich sagen wollte, ist, du hast einfach Auswahl. Du kannst dir den Comedian deiner Wahl geben. Weißt du, es kann dann jeder sein Comedian sich anschauen, den er gern möchte. Weißt du, aber für die, die jetzt rankommen, die haben auch im deutschsprachigen Raum auch Vorbilder. Felix Lobrecht zum Beispiel, bestes Beispiel. Beste. Wenn jemand anfangen möchte, der kann sich an den orientieren, weil er weiß, okay, gut, hey, der arbeitet so wie die US-Amerikaner wie früher, beispielsweise, wie jetzt, weißt du, und müssen sich nicht verkleiden. Weißt du, weil darum wollten auch viele nicht mit Stand-up anfangen, weil die so, ey, muss ich jetzt so, mich so Clown anmalen oder was ist das? Muss ich so einen Charakter ausdenken? Ich bin jetzt John Travolta? Keine Ahnung, weißt du? So. Darum hat Comedy ganz anders begonnen. So im deutschsprachigen Raum. Ja. Comedy hat einfach ganz anders begonnen und jetzt fängt es richtig an. Weißt du, an was geht's denn? Es geht um Prämissen, weißt du, es geht um Setup. Es geht um mehr als das. Es geht darum, wie du gewisse Sachen wiedergeben möchtest. Das ist so wichtig. Weißt du? Weil den Leuten interessiert es, wie du das siehst. Das ist ganz wichtig. Weißt du? Und das krass ist auch, viele Stand-up-Comedien haben auch hohe Erwartungen, wenn man ganz frisch anfängt. Das war bei mir auch. Ich hatte so große Erwartungen, ich muss heute jeden zum Lachen bringen. Aber das ist der falsche Mindset. Der Mindset ist, wenn du unter deinen Kollegen Witze machst, hast du auch nicht die Erwartung, die müssen jetzt über meinen Witz lachen. Nein, du machst einfach, weil du bist 100% du. Ja. Und so funktioniert das. Du hattest früher nicht das Gefühl, dass du es einfach nur gemacht hast, sondern du hast die Erwartung gehabt, die müssen lachen. Ja, so. Unbedingt. Unbedingt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe das Handwerk nicht mal verstanden. Ja. Ich habe nicht mal Jokes richtig verstanden. Nix. Wie gehst du jetzt damit um, wenn du siehst, dass Leute nicht lachen? Professioneller. Viel professioneller. Ich suche die Schuld eher an meiner eigenen Person. Weil damals war es so, was ist das scheiß Publikum? Was ist das für Bedienungen hier? Immer an die anderen schieben. Aber jetzt denke ich mir, okay, woran kann ich arbeiten? Wenn ein Witz, also ein Witz im Stand-up nicht funktioniert, ist es meistens zu 80-90% die Prämisse. Ist meistens einfach, okay, gut, da hast du ein bisschen das Setup verbaut. Arbeite an dir. Kontrolliere, weil ich nehme jeden Auftritt nehme ich auf und ich schaue es mir an und dann schaue ich, okay, gut, okay, da war das Timing vielleicht nicht richtig gut. Da gehört vielleicht eine andere Punchline und dann arbeite ich dran. Das ist auch so ein Punkt. Perfektionismus gibt es da auch gar nicht, weißt du, weil du arbeitest da immer wieder dran. Ja. Und ich mache mir da keine Gedanken, das gehört dazu. Ja. Weißt du, das macht es ja frisch. Weißt du, das macht es ja frisch. Ja. Du lernst viel mehr von einem Auftritt, was nicht funktioniert, als von einem Auftritt, der funktioniert. Ja. Da kommst du mehr voran. Ja.
Ja, aber wenn du an diesem einen Punkt angelangt bist, dann kannst du ja anscheinend nichts mehr besser machen, ne? Also wenn alles immer nur richtig läuft, ja. So, dann fragt man sich vielleicht auch, ja, was soll ich denn noch lernen? So, ja. Jetzt kannst du den Witz die nächsten 10 Jahre immer 1000 Mal erzählen. So, ja, ich verstehe. Also wenn das der Sinn ist, oder wenn das das ist, was du meintest ungefähr. Ja, interessant. Aber da muss jeder Comedian durch. Jeder das Comedian ist das. Bombt. Das ist the part of the game. Hm. Weißt du, viele verwechseln Bombing mit etwas Schlechtem. Hm. Aber Bombing ist, wie gesagt, nicht was Schlechtes. Hm. Das gehört dazu. Bombing? Ja? Bombing ist, wenn man einen Witz erzählt, mhm. ist so. So Stil, okay. wie jetzt, weißt du? Yeah. Du weißt, das ist so einer der schrecklichsten Gefühle. Am Anfang ist es natürlich so komplex, weil du denkst so, okay, der erste Joke hat funktioniert, dann erzählst du noch eine so, hey, was ist denn da los? Okay, ich bin nervös. Okay, ja, danke schön, das war meine Zeit. Jetzt halt von der Bühne. Also man lernt es einfach, damit umzugehen. Ja. Man lernt sich emotional davon zu trennen. Ist ganz wichtig. Lern dich emotional davon zu trennen. Ja. Es ist nur ein Auftritt. Viele halten da einfach zu viele Emotionen an diesen Auftritt. Sobald du von der Bühne, so, es ist Leistungssport. Du gehst auf die Bühne, du hast 5 bis jeweils 20, 15 Minuten, wo du funktionieren musst oder solltest. Ja. Du funktionierst. Wenn du nichts funktionierst, gehst du von der Bühne runter, okay, und schaust, woran es gelegen ist. Ja. Es ist just, wie gesagt, es ist ein Prozess. Du arbeitest, es ist ein Training. Ja. Weißt du, und du hast keine Erwartungen. So. Ist ein harter Pflaster. Aber ist auch nicht für jeden gemacht. Ja. Darum, die Harten kommen in den Garten. So sieht's aus. Die Harten kommen in den Garten. Ja, Mann, also ich stimme dir zu. Und es ist auch ein Punkt, auf dem wir leider für heute einen Cut machen. Deswegen werde ich mich jetzt von dir emotional trennen. Für heute oder für jetzt. Ich sag dir was, Julian. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen. So. Dann sehen wir uns. So sieht's aus. So machen wir das. Ich dachte, da kommt was. Ich dachte doch, da kommt was. Da kam einfach nichts. So, leer einfach. Weil ich hatte vorbereitet, irgendwas zu sagen und dann war so, nee, lass gut es einfach sein. So, ne? Ist okay. Guck mal, aber so schnell kann ich dich natürlich dann doch nicht gehen lassen. Du darfst jetzt als erster Ausländer so, dass ich das sage, kannst du mal jetzt hier Dings beantworten, was Made in Germany für dich heißen könnte. Ich lustig, dass jemand diese Frage beantwortet, der gar nicht mal aus Germany ist. Genau deswegen hast du sie jetzt auch trotzdem gekriegt. Was heißt Made in Germany? Made in Germany bedeutet Qualität. Auf jeden Fall Qualität. Und Möglichkeiten. Made in Germany bedeutet für mich, dass man international ist, obwohl man auf dem deutschen Boden ist. So. Oder kommt da noch was? Nee. So. Er hat genug gesagt. Mic drop! So. Nein, reicht vollkommen. Ja, das ist für mich made in Germany. Sehr schön. Du bist hier international, auf deutschem Boden. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gucken, wie das sich alles so bei dir weiterentwickelt. Ich meine, wir sind eh connected. Oh yes, bro. So, wir bleiben im Kontakt. Oh und yes, bro. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall hier wieder. Ha? So, dann war das der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior, das Interview mit John Smile und wir sind für heute raus.